Okay, jetzt geht's wieder weiter. Wir sind immer noch in der Kanalisation und versuchen jetzt hier irgendwie einen Ausweg aus diesem Gefängnis zu finden. Jetzt quasi unter dem Gefängnis müssten eigentlich noch irgendwie in der Nähe sein. Oha. Wer ist er denn? Verrückter. Hier geht's runter. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Oha. Ja, gehe ich jetzt entweder da hin, wo das Licht ist, oder gehe ich hier runter? Könnte jetzt hier runter gehen. Ich gehe mal runter. Ah, ich gehe erstmal gucken, was da los ist. Es wird irgendwie Licht durchgeschienen. Eine Leiche. Eine Batterie. Na gut, war das ja gut. Auf jeden Fall schöner Gesang hier. Yeah. Moin. Mal runter hier. Hinter uns gucken. Oh, hier ist Blut. Oha. Schmeißen die mit Leichen. Und Kisten. Mehr Blut. Eigentlich bald dem Ende ein bisschen näher sein. Mal zur Tür gehen? Oder erstmal hier durch? Ich geh erstmal hier durch. Bisher gibt es ja noch keine kleinen Wesen, die mich hier irgendwie krabbeln können, hier durch die Kanalisation kommen können. Links oder rechts? Das ist hier die Frage. Hier immer noch beim Gefängnis, ey. Oder beziehungsweise bei der Nervenheilanstalt. Eigentlich müssen wir jetzt schon so weit weg sein. Geht raus. Und hier sind auch wieder Kisten zum Verstecken. Könnte also ein Gegner sein. Mit Speicher da. Das war bei dem anderen Weg. Ich gehe nochmal zurück. Erstmal alles erkunden hier. Hier noch eine andere Richtung. Mal gucken. Naja, hä? Gab's hier nicht noch eine Abzweigung? Ach ne. Gab's nicht. Na gut, dann gehen wir hier raus.
das dunkel hier. Kann ich hier wirklich runterklettern? Oha. Ist durch. Sind wir hier in so einer Arena? Geht's aber nicht weiter. Oh Mann. Hoch. Hier ist irgendwas unter mir. Ich mich auch nicht schneller bewegen. Sehr eingeschränkt hier. Ist eine Leiche. Was scheint hier durchs Wasser zu kommen? Ich sehe da hinten irgendwie Licht, aber. Oh! Was war das? Boah! Hier geht's raus. Komm, schnell, beeil dich. Geh rauf da. Oh Mann. Speichert er wieder. Immer an der Wand lang, sonst verläuft man sich. Ich höre hier irgendjemand laufen. Nicht weiter. Oh Mann. Ein bisschen Angst habe ich ja schon. Ist auch nicht weiter. Ist das jetzt ein riesengroßer Raum hier oder was ist hier los? Ist auch nicht durch. Da hinten leuchtet wird. Oh Mann. Guck mal, das Labyrinth hier. Ich fuhr mir was. Da leuchtet was. Hier sind Kisten. Können wir nur verstecken, ne? Was ist das hier? Nicht hoch, sondern zum Verstecken. Was ist denn der Gegner? Jetzt bin ich gleich einmal im Kreis gegangen. Ich glaube, ich muss da vorne, ist eine Leiter. Da kommt man hoch, oder? Wie muss man hier hochkommen? Aber wie? Ich höre hier irgendjemand. Kommt immer dichter. Schnell hoch. Oh Gott. Kommt er jetzt hinterher? Boah. Oha. Oh! Nein.
Warte, wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt schon wieder hier unten? Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Was ist hier los, sag mal? Erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Okay. Was soll ich hier? Oder irgendwas? Schieben. Warum auch immer ich jetzt schieben muss. Was bringt mir das, wenn ich das jetzt schiebe? Geht's hier unten durch, oder was? Doch. Muss ich das in die andere Richtung schieben? Oh, da ist einer. Zum Blinder wieder. So, schon sind wir wieder. Ja. Wieder in der, im Gefängnis. Und verstecken ist hier auch schlecht. Geplante Folter. Je weiter ich fliehen möchte, desto tiefer dringe ich in diesen gottverdammten Ort ein. Es ist wie ein Kampf gegen eine Teergrube. In diesem Keller wurden Leute gefoltert mit Methode. An der Wand steht geschrieben, Finger zuerst, dann die Eier, dann die Zunge. Die Folter wird von jemandem angeleitet, er gibt Anweisungen. Das habe ich schon gelesen, ja, ne? Ja. Batterien wird auch langsam knapp hier. Oh Mann. Hier geht's. Geht's hier weiter? Hier geht's die Treppe hoch. So. Geht's also noch hier weiter, diese Blutspuren. Blutspuren führen nirgendwo hin. Oha. Was bringt mir das, wenn ich hier die Tür aufmache? Bin ich doch in der Falle. Wir vertrauen ihm mal. Wir vertrauen ihm. Der Krabbel-Action. Oh, wo sind wir denn jetzt? Oh, wir sind jetzt nahe Dr. Wernicke, oder? Wir atmen noch. Kann hier reingehen? Alles Patienten hier von ihm. So.
Krankenbericht von Rick Traeger. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Erstkniffe noch? Nee. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Project Wallrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag was Neues dazu. Ja. Wir müssen jetzt hier hoch und dann in diesen Krabbelraum rein. Das sind doch alles Monster. Das sind doch alles Monster hier. Ach, da geht's auch weiter. Kommen jetzt leider nicht rüber. Ist das hier ein Abgang? Oha. Oh oh. Oh oh. Da müssen wir laufen. Schnell, mach die Tür auf! Oha! Boah, schnell weg hier. Mann. Alter Schwede. Oh. Nein! Nein! Oh, hier geht's weiter. Oh, war das knapp. Oh Gott! Oh Gott! Nein! Was ist denn hier kaputt? Oh! Sind die schon zu dritt? Muss ich hier rein? Oh! Oh. You need the right place here, buddy. Oh, der Doktor ist da. Oha. Hey, der Doktor. You're the bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch. Hmm? Have a little confab. Blah, blah. Heavier than you look. A little car you oh, want. Mom. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. Oh, Mann. Jetzt werden wir erstmal zum OP-Saal geschoben. Hat er mit. Er hat mir Drogen gegeben. Kam ich nicht hier gerade her? Oh, oh. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Oh, was ist denn da draußen? Lol. Lol. Wir können da rausgehen. Run free. I'm in no hurry. Ja, dann los. Ich will da raus. Ich will raus. Ich will raus hier. Nein, da ist der Exit. Nein.
Oh, wieder in die Anstalt. Tja, wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo es rausgeht, aber ob wir das jemals sehen werden. Wir müssen irgendwie den Doktor töten. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. It'll just need a second to wash. Kann ich bewegen. And, oh, movies. And it'll give us a chance to talk. Muss mich irgendwie hier bewegen. Kann nichts machen. Komm, los, befrei dich. Befrei dich. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. Oh. It's understandable. You people get scared. There's like the turn of God as anything else. I mean, God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Then and nights. It makes you Riesenschwer. Oh, eine Schere. Ach du Scheiße. Nein! Fuck! Oh! Don't pass that on me. Nein! Oh, fuck, meine Finger! Ich glaub's nicht! Ich glaub's nicht! We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself! What the fuck? Zwei Finger hat er mir abgeschnitten. Komm jetzt raus hier, befrei dich! Befrei dich! Befrei dich! Oh, sehr gut. So, jetzt müssen wir irgendwie hier weg. Am besten eine Waffe nehmen oder was? Komm. Alter Schwede. Ist nix, ne? Nein, der Doktor ist da. Ah, ein Schlüssel notwendig. Ich glaub's nicht. Krieg ich denn jetzt einen Schlüssel her? Muss wieder rein. Brauch einen Schlüssel. Muss ich ihm den abnehmen? Wo ist denn hier der Schlüssel? Ah, eine Batterie, toll. Super. Wo ist denn hier der Schlüssel? Nein.
Schlüssel hier? Jetzt muss ich da wieder rein. Ich glaube das nicht. Wo ist der Schlüssel? Oh Mann. Ich glaube das nicht. Jemand muss euch einen Schlüssel haben. Ich muss den, glaube ich, ihm abnehmen. Ist auch zu. Kann ich ihm denn jetzt... Schön. Da ist es. Hier ging es ja auch nicht weiter. Wo ist dieser verdammte Schlüssel? Ach, hier hoch, okay. Mal hier wieder runter. Wie soll ich denn das jetzt wegschieben? Ich kann nur schieben. Ach doch, reicht ja. Stimmt. So, jetzt kann ich hier weglaufen, oder was? Ist auch nichts. Oh. Bin ich denn jetzt? The seven habits of highly eviscerating people. Let me tell you. Oh fuck. Ich wüsste, wo der Schlüssel ist. Der Doktor kommt. Der Doktor kommt. Komm, mach die Tür auf! Nein! Ah, verdammt! Oh Mann, ich muss erstmal die ganzen Wege irgendwie aufmachen, aber... Scheiße. Muss man das hier vorbeischieben. Ich weiß ja nicht, wer den Schlüssel hat, ey. Wege am besten auch merken. Ah. So weg. Irgendjemand muss doch hier einen Schlüssel haben. Wer? Muss eigentlich leuchten, ne? Wer von denen hat einen Schlüssel? Ich kann mich hier unter dem Bett verstecken. Da kommt er. Der Doktor. Jetzt kommt er zu meinem Bett. Hat er den Schlüssel denn, oder wie? Ich kann es nicht genau erkennen, ob er einen Schlüssel hat.
Yeah, I should have got his feet first. Now it's your move. Let's speak to the seven hermits of Palio Vista. Würde mal interessieren, wer den Schlüssel hat. Wo kommen wir jetzt hier raus? Irgendwo. Sind wir auf Klo. Ah, Dokument. David Annapurna. Antrag auf Versetzung. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. David Annapurna. Wo ist der Schlüssel? Dürfte der Doktor eigentlich keinen Zugang haben. Ich sehe hier auch nichts. Von irgendwelchen Schlüsseln. So, dass ich mich hier verstecken kann. Ich muss in irgendeinen Sicherheitsraum rein. Da ist der Schlüssel. Oh! Schnell weg. Komme ich da irgendwie wieder hin? Komme ich da irgendwie wieder hoch? Sieht der mich? Ich weiß ja nicht, wie ich da wieder wegkomme. Bin da irgendwie. Komm, geh weg. Weg. Komme ich auch nicht weg. Ist doch keine gute Idee. Oh! Nein! So, jetzt irgendwie weg hier, irgendwie weg hier. Irgendwo muss der Fahrstuhl sein. Irgendwo. Nein, falsche Richtung. Nein, geh weg. Lass mich. Hier rein jetzt und los abdampfen. Komm, 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 geh. Oh, alter Schwede. Da hätte ich reingemusst. Nein! Geh weg. Oh, oh, er stirbt. Ja, da hat sich wohl das Genick gebrochen, ne? Da ist der Ausgang. Ja. Wie auch immer ich jetzt hier. Geht denn jetzt ab? So, noch eine Notiz.
drücken, sagt er. Okay. Ja, dann drück mal. Hä? Jetzt hängt die Leiche hier. Hier oben, ah. Hier müssen wir raus. Wie komme ich denn jetzt runter? Hier Treppe runter, hoch gehe ich mal nicht. Und da ist der Ausgang. Oh Mann. Ah lol. Da haben wir das schon mal, oder? Alles voller Schränke? Bin ich denn jetzt schon wieder? Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Finde draußen. Na gut, hier mache ich jetzt erstmal einen Break. Dann machen wir morgen die Abschlussepisode. Ja, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und morgen wird dann wohl abgeschlossen. Alles klar. Bis dann. Tschüss.